miteinander. Ich bin der Nino und bin 11. Und ich bin der Kilian und bin der 10. Und ich bin der Vater von diesen zwei Buben. Ich bin der Werner. Und unser Talent ist Musik machen. Das ist natürlich schön, wenn man mit Familie auf der Bühne kann stehen. Oder ja, eben mit dem Papi auf der Bühne stehen. Und dann den Leuten so eine Freude machen. Ja, das macht eine riesen Freude an uns. Ich mache schon 30 Jahre Musik und habe vorher auch eine gute Gruppe gehabt, wo wir einfach Unterhaltungsmusik gemacht haben, Ländlermusik, zwei Handorgeln passen. Da sind wir auch viel auf der Bühne gewesen, das war natürlich auch riesig schön gewesen. Und jetzt, wenn wir da jetzt noch wieder mit der eigenen Familie natürlich erleben, dass man wirklich auch einen Erfolg hat und da auf der Bühne steht, das ist wirklich, ja, das ist etwas vom Schönsten jetzt, was wir da erleben. So, also die heutige Jugend hört ja noch lieber ein andere Musik, so Pop und so. Aber das hat ja so sehen, ist ja auch schön. Und ich und den Nino oder ein paar andere gehen halt jetzt einfach einen anderen Weg noch, nur ein bisschen traditioneller. Ja, und ich fände es dann halt so schön, wenn sie uns nicht auslachen, dann ist es dann gut. Appenzell ist sich für uns Heimat. Und gerade wenn wir auf Zürich haben, dann freuen wir uns wieder riesig, bis wir wieder durch auf Appenzell schauen. Weil wir halt einfach hier verwurzelt sind und mit unserer Landschaft und mit unserem Dehä. Ich kann halt den Abend schon fast nicht vergleichen. Wir haben mit der so Müsli und noch so eben so eine LED-Lichtgruppe. Und ja, da denkst du halt immer schon, ja, da haben wir keine Chance, aber unser Ziel ist auch, dass Stefanie Heinzmann zu uns kommt, da haben wir es erreicht und da sind wir zufrieden so. Schon einen Schritt weiter, ja. Und jetzt dürfen wir sogar ins Finale und dann ist es für uns schön. Verlieren können wir ja in dem Fall nicht viel, wir sind einfach, wir können dabei sein.